Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute versuchen wir mit dem Hydra Tower, dem Builder Tower und dem Stairway to Heaven einen riesengroßen Hydra Tower zu bauen. Das Problem ist, wir können zwar hier manipulieren, dass wir ein Hydra Tower am Anfang haben, aber wir können das Relikt nicht manipulieren. Also brauchen wir einfach Glück. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Das wäre auf jeden Fall eine insane Kombo, die ich mir richtig gut vorstellen kann. Hier wäre der Princess Tower. Ich habe es bestimmt 50 Mal gerollt. Endlich kriegen wir den Hydra Tower. Sehr, sehr gut. So, der Bild ist natürlich auch sehr, sehr luck-based. Wir müssen nicht nur den Builder Tower irgendwann kriegen, sondern wir müssen auch das Relikt kriegen. Das kann bestimmt ein paar Runs dauern. Wird ein etwas zeitintensiveres Video, denke ich. Brauchen gar nicht zu würfeln. Das ist ja Quatsch. Dass die diesen Turm nicht kaputt machen. So, verlieren wir zwar eine Krone, aber können einen zweiten Turm bauen. Damit beenden wir die Runde. Das wäre halt cool, wenn wir vorne nur die Hydras haben, die eigentlich nur dafür da sind, dass wir die zerstören. Und dann haben wir einen riesigen Tower, den wir jede Runde mit kostenlosen Hydras füttern könnten. Das wäre so geil. Ich nehme das Gold, denke ich. Bald können wir auch gucken, dass wir rerollen auf dem Builder Tower. Oder wir sagen, wir nehmen Builder Tower erst nach dem ersten Endboss. Ja, da können wir besser auf Rare Tower rollen. Ich denke, das ist schlauer. Okay. Wir werden den ersten Boss überhaupt besiegen können. Also wir müssen dann den letzten Turm auf jeden Fall schon mal hochziehen. Jetzt haben wir nämlich nicht genug Damage. Wir sind jetzt Runde 8. Dann spare ich gleich das Gold, dass wir auf jeden Fall rollen können. Reicht der Schaden überhaupt? Wie haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sind ja dann schon über 60 Damage. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Der eine Tower muss halt die komplette zweite Phase überleben. Das wird eher knifflig. So. Lass das mal durchrechnen. 9, 18, 27, 36, 45, 52, 45, 54, 63. Es passt. Easy. Jo. Okay. Kein Stairway to Heaven. Schade. Aber der Builder Tower. Cool. So, wir probieren das gleich nochmal. Hydra Tower, sehr schön. Versuch Nummer 2. Leider nicht zerstört. What the fuck? Hi, danke, dass du bis hier in das Video geschaut hast. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like da, schreib einen Kommentar. Wenn du in Zukunft mehr von mir sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Mir würde es sehr helfen. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß weiterhin mit dem Video. So, können wir jetzt weitermachen oder was? Wünsch war das denn? So.
Der zweite Hydra Tower. Ich bin echt gespannt, wie viele Versuche wir brauchen, bis wir es schaffen. Der dritte Hydra Tower. Wir nehmen das Gold. Auch noch einen weiteren Hydra Tower. Aber schon mal gut, dass wir den ersten Boss auf jeden Fall legen können, ohne dass wir den zweiten Turm hochziehen müssen. Eine Krone weniger, okay. Aber wir können jetzt zwei Hüter bauen. So. Da sollten wir eigentlich nicht mehr durchkommen können jetzt. Kosten nur noch zwei. Ich hatte gesehen, mein letztes Hydra-Video, es kam ja richtig gut an. Aber ich dachte erst, ja gut, das ist halt wieder langweilige Bild, ich baue halt nur Hydras, ne, so richtig schnelles Video. Aber dass das so gut ankam, hätte ich nie gedacht. Das ist mein meistgeklicktes Video überhaupt. Allgemein, was gerade auf meinem Channel abgeht, absolut insane. Freue ich mich riesig drüber. So, Boss. Wir haben 14 Gold. Okay. Das heißt, wir können gleich hier mal rerollen auf dem Builder Tower. Es ist ja nicht so, dass wir den Starway to Heaven kriegen müssen. Wir müssen auch den Builder Tower kriegen. Das ist so viel RNG. So, Freunde, wir sind jetzt bei Versuch Nummer 6. Das kann es echt nicht sein. 6 Runden lang kam nicht, oder 5 Runden lang kam nicht der Starway to Heaven. Yes! Sehr geil. Okay, okay. Wir haben Starway to Heaven. Das Max-Level ist unlimited für alle Tower. Jetzt brauchen wir den Builder-Tower. Erstmal die ganzen Hydras hier rein. So. Builder Tower. Okay. Gut. Hey, ich bin so gespannt, ob das funktioniert, ne? Wir haben noch alle drei Kronen. Echt perfekt. Ja, macht die da vorne ruhig kaputt. Ich frage jetzt halt, ob der eine Tower jetzt hier schnell genug, tanky genug wird. Ich würfel jetzt auch zwischen den Runden, einfach um mehrere Hydra Tower kostenlos mitzunehmen natürlich. Und ob wir den Builder Tower auf 2 kriegen schnell. Das ist nämlich jetzt die Frage. Wir nehmen das Gold. So. Sehen.
schon. Wir haben Pech. Ich glaube, wir scalen nicht genug in der zweiten Phase dann. Wir brauchen jetzt 45. Also immer 5 mehr, immer ein Tower mehr. Aber er kriegt auch mehr Boni dadurch pro Level, ne? Wenn wir jetzt mal den Builder Tower Level 2 kriegen würden, wäre das wunderbar. Hydra Tower. Sehr schade. Oh, ich glaube, wir scalen nicht schnell genug. In der nächsten Runde. Jetzt schon nicht. Wohl doch, doch. Noch reicht es aus. Das Hauptproblem wird, glaube ich, das Leben. Sollte ich eventuell den zweiten Tower hochziehen. Zur Sicherheit. In der nächsten Runde. Ich denke ja. Mach den auf Level 10. Gib mir doch einen Builder Tower, bitte. Mach den auch voll und dann zieh ich den zweiten Tower hoch. Level 10 macht das plus 6 HP oder so. Viel zu wenig. Siehst du, der ist jetzt schon gefallen, der Turm. Da ist ein Bildertower. Okay, okay, okay. Jetzt gehen wir schon doppelt so schnell. Könnte aber jetzt zu spät sein. Eigentlich hätte ich lieber hier einen riesen fetten Tower, aber... Das überleben wir halt nicht. Ich ziehe erstmal den zweiten Tower jetzt hoch. Jetzt hätte ich gerne den Würfeltower wieder. Nur so viel wie wir wollen. Ich würde aber gar keine weiteren Bilder-Tower mehr kaufen. Ich roll eigentlich jetzt nur noch für kostenlose Hydras. Ja, das ist sehr knapp. Nein, wir werden nicht den Builder Tower kaufen. Der Endboss macht 50 Schaden. Okay, das sind 3 Ticks hiervon. Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? 450. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, denke ich. Er ist jetzt schon über 50. Ich mache jetzt hier noch weiter rein. Weil ich will nicht nochmal 6 Runden lang hier bis zum ersten Endboss spielen. Ich will das jetzt gewinnen. So, wir rerollen noch auf kostenlose Hydras.
Keine einzige. Perfekt. Jetzt bin ich gespannt. Hydra Tower Level 10. Okay, nice. Sehr nice. Ja, das war der Hydra Stairway to Heaven Build. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. By the way, ich habe jetzt diese Woche 7 Tage Nachtschicht. Das heißt, diese Woche werden weniger Videos kommen. Aber danach habe ich wieder lange frei. Und dann werde ich wieder aktiver sein. Nicht, dass ihr euch wundert. Diese Woche muss ich viel arbeiten. Deswegen weniger Videos. Trotzdem, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.